Wie geht es der deutschen Wirtschaft? Der Aufschwung steht auf dem Prüfstand. Die Unternehmen blicken etwas weniger zuversichtlich auf ihre künftigen Geschäfte, vor allem auf ihre Exporte. Hemmnisse und Risiken spüren sie deutlicher als noch zu Jahresbeginn. 61% der Unternehmen sehen im Fachkräftemangel ein Risiko für ihre Geschäftsentwicklung. Es ist damit branchenübergreifend die größte Sorge der Betriebe, gefolgt von den Arbeitskosten und den wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen. Als wirtschaftspolitische Risiken nennen die Unternehmen insbesondere hohe Bürokratielasten und Sorgen um die globale Politik. Gerade mit Blick auf das internationale Geschäft wächst die Skepsis. 33% der Industrieunternehmen rechnen mit besseren Geschäften im Ausland. Zuletzt waren es allerdings noch 38%. Gleichzeitig steigt der Anteil der Unternehmen, die mit Rückgängen rechnen, von 7% auf 9%. Die Exporterwartungen erfahren damit einen spürbaren Dämpfer. Zwar sind die konjunkturellen Voraussetzungen für gute Geschäfte in vielen Märkten eigentlich vorhanden. In der internationalen Wirtschaftspolitik sehen die Unternehmen aber zunehmend ein Geschäftsrisiko und erwarten dementsprechend weniger Impulse aus dem Ausland. Die Investitionspläne der Unternehmen bleiben angesichts hoher Kapazitätsauslastung und relativ geringer Nachfragesorgen weiter expansiv. Gut jedes dritte Unternehmen will hierzulande noch mehr investieren als zuletzt. 53% wollen ihre Budgets konstant halten. Nur 13% planen Einsparungen. Die Investitionsabsichten liegen damit nur knapp unterhalb des Rekordniveaus der Vorumfrage. Zudem planen die Unternehmen weiter einen kräftigen Beschäftigungsaufbau. Wichtige Triebfedern des Aufschwungs bleiben damit vorerst intakt.